Hey, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist René. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute soll es darum gehen, was für Kameraequipment ich benutze. Der Grund, warum das erst am dritten Sonntag dieses Jahr online kommt, ist, wir drehen das erst heute. Also heute ist Samstag, morgen geht's online, schneide ich nachher noch. Wir hatten einfach wirklich absolut keine Zeit. Wie ihr wisst, die Limo 2.0 wird aufgebaut. Wir sind am Drehen, überall am Rumreisen. Montag, Dienstag zum Beispiel waren wir 48 Stunden unterwegs an einem Stück. Da kommt man halt privat zu nicht so viel. Jetzt aber viel Spaß mit diesem Video. Fangen wir mal mit der Hauptkamera an. Das ist die, die mich auch gerade filmt zum Beispiel. Ist eine Sony A7 III. Ich filme deswegen mit der Kamera ganz gerne, weil der Akku ist einfach größer als zum Beispiel von der A7 S2, zu der wir gleich noch kommen. Der Autofokus ist bombastisch. Ich kann weggehen, ich kann wieder hinkommen, ich kann aus dem Bild gehen und bin trotzdem noch wieder im Fokus, nehme ich mal an. Bin ich. Es macht einfach Spaß, mit dieser Kamera zu filmen. Noch ein Vorteil von der Kamera ist halt, dass die intern in 6K aufnimmt und macht dann über so ein Downsampling-System, nennt man das, glaube ich, auf 4K wird das dann halt das Material auf der Karte gespeichert. Sieht sehr knackig aus. Wir kommen nachher nochmal zu einer Kamera, die nimmt zwar nur in Full HD auf, aber selbst dieses Full HD macht sie einfach relativ matschig. So, apropos matschiges Bild. Hier haben wir zum Beispiel die Legria Mini X. Die benutzen Philipp und ich meistens für Zeitrafferaufnahmen, für Aufnahmen im Auto. Kennt ihr wahrscheinlich auch aus den Aufnahmen oder aus den Videos von JP. Oder wenn ich mit Valetudo einen Zeitraffer mache, dann nehmen wir die Kamera, weil sie relativ leicht ist, für jedermann zu bedienen. Die hat einen Anknopf, hat einen Ausknopf, Aufnahme und fertig. Problem bei der Kamera ist halt, wie gesagt, dass sie, ihr seht es wahrscheinlich selbst, ich bereite das Bild nicht auf. Extra, ich kann es nicht erklären, die macht das, dieses Bild einfach matschig. Ne? Es ist halt ein Full-HD-Bild, aber es ist kein knackiges Full-HD-Bild, sondern es ist halt eher ein ja, matschiges, raues Bild. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber ihr seht es ja wahrscheinlich selber. Dann dazu kommen wir mal zu dem Ton. Jetzt habe ich die ganze Zeit über die Funkstrecke gesprochen, worüber wir auch gleich noch reden werden. Jetzt nehme ich mal den Ton aus der Canon Legria Mini X. Der ist halt auch nicht wirklich das Beste. Ne? Diese Kamera wurde ja eigentlich als Vlog-Kamera gebaut, sage ich mal. Jetzt wird sie leider nicht mehr gebaut, weil ich glaube, der Hersteller hat da irgendwelche Probleme mit Zulieferern gehabt, was rein theoretisch ja schade ist. Ich würde mir diese Kamera zum Beispiel als 4K-Kamera wünschen oder auch als 6K. Es ist alles möglich, das auch auf so kleinem Raum zu bauen. Problem ist einfach, sie wird nicht mehr hergestellt. Der Ton, den ihr gerade hört, ist aus einer Funkstrecke. Das heißt, ich kann einfach aus dem Bild gehen und ihr hört mich trotzdem noch. Ist der Vorteil, dass die Stimme halt relativ nah an meinem, dass der Empfänger in meiner Hosentasche ist und das Mikrofon nah an meinem Mund ist. Somit, wenn ich da ein bisschen pegeln muss, zum Beispiel, weil ich zu leise aufgenommen habe oder zu laut aufgenommen habe oder wie auch immer Störgeräusche minimieren möchte, dass man da einfach den Weg, der hier zwischen ist, so kurz wie möglich hält. Ich habe hier in meiner Hosentasche einen Sender. Das ist das Rode Link Kit, nennt sich das, oder Filmmaker Kit auch genannt. Heißt, ich habe, wie gesagt, den Sender in der Tasche auf der Kamera montiert, direkt in die Kamera eingespeist. Wird dann das Tonsignal, heißt einfach, ist es ja klarer. Ich habe noch so ein Rode Mikrofon, jetzt habe ich hier alles auseinandergebaut. So, ist ein Richtmikrofon, benutze ich eigentlich meistens. Problem ist einfach, dass es sehr aufwendig ist, mit diesen Funkstrecken zu arbeiten, wenn du mehr als eine Person im Bild hast. Weil die Kamera zum Beispiel oder generell die Consumer-Kameras, die wir so benutzen oder die ich benutze, die haben immer nur einen Eingang. Somit hast du nur eine Stimme, die du aufnehmen kannst. Und du müsstest dann mit einem Zoom H6 zum Beispiel, den ich auch benutze, müsstest du dann arbeiten, dann hast du aber wieder Probleme mit den Akkus und so weiter. Deswegen rein theoretisch, für mich ist das jetzt kein Problem, weil ich alleine vor der Kamera stehe. Sonst arbeite ich mit dem Rode Richtmikrofon. Als Nebenkamera benutze ich die A7 S2. Warum nur als Nebenkamera? Ich hatte ja bei der A7 III schon gesagt, dass ich da einfach gerne mit dem Autofokus arbeite, weil er einfach gut ist. Der Akku ist besser und vom Lowlight performen. Viele sagen ja zum Beispiel, dass die A7 II ein richtiger Lowlight-Killer sei. Seitdem ich die A7 III habe, lässt sich damit eigentlich in jeder Situation, ob dunkel, hell oder so, arbeiten. Deswegen liegt sie mehr rum und wird als Zweitkamera oder als Ersatzkamera nur noch genutzt. Hier drauf geschnallt ist jetzt gerade, lass mich kurz gucken, Sony 12 bis 24 mm. Ich habe jetzt mal hier 12 mm drauf. Das ist sehr, sehr weitwinklig, wie ihr seht.
kann man natürlich auch auf 24 mm, ist eher so für enge Räume gedacht. Zum Beispiel, wenn wir im Auto sitzen, wenn wir generell halt in engen Räumen, ne, sind, dann benutze ich dieses Objektiv eigentlich ganz gerne. Sonst habe ich da aber jetzt das Sony 24-70 drauf mit einer Blende von 2,8, wenn ich mich nicht irre. Sekunde. Mit einer Blende von 2,8. Ist einfach schön, ne? Der Hintergrund ist schön unscharf. Stabilisierung von meinem Bildmaterial, wenn ich zum Beispiel Porns mache oder lange oder längere Aufnahmen, also einen längeren Clip, dann benutze ich einen DJI Ronin S. Das ist einfach ein Gimbal, den man stabilisieren kann. Ich kann ihn ja mal ganz kurz einschalten. Zack. Und der stabilisiert dann einfach automatisch das Bild, ne? Die meisten Aufnahmen mache ich allerdings dann doch mit aus der Hand, weil du musst das Ding halt erstmal stabilisieren bzw. ausrichten, damit es einigermaßen gerade ist. Und das ist vor Ort beim Dreh, wenn du nicht nach Drehbuch arbeitest, sondern so wie Philipp und ich oder Dennis und ich zum Beispiel, ist es einfach nicht praktikabel. Das heißt, alle Aufnahmen, die ihr da seht, drehe ich aus der Hand. Entweder mit 100 Frames, dass ich verlangsamen kann. Jetzt in der letzten Zeit habe ich mir sogar angewöhnt, zum Beispiel, wenn ihr die Limo-Videos guckt, ist alles aus der Hand gefilmt, also die letzten zwei vom Entlacker, ist alles aus der Hand gefilmt, sogar in 4K mit nur 24, weil ich gemerkt habe, dass ich dann doch eine ruhige Hand habe. Da einfach den Stabi drauf aus dem Programm und fertig. Also ein relativ kurzes Video, allerdings gibt es auch nicht mehr zu dem Equipment zu sagen. Mehr benutzen wir auch gar nicht. Ich werde dir unten in die Videobeschreibung ein paar Links tun, damit du dich über die einzelnen Sachen mal informieren kannst. Solltest du dann den Schrecken bekommen, dass die Sachen vielleicht doch etwas höherpreisig sind, du aber trotzdem mit dem Film anfangen willst, schreib mal unten in die Videokommentare, ob du vielleicht ein Einsteiger-Equipment-Video sehen willst. Dann suche ich mir mal da ein paar Sachen raus, was ich mir aktuell kaufen würde, wenn ich noch am Anfang wäre der Filmerei, um euch da ein bisschen was zeigen zu können. Generell, wenn ihr Videovorschläge habt oder, einfach unten in die Videobeschreibung. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis nächste Woche. Ciao.